Kürze diesen Bruch. Beobachten wir genau den Zähler. Dieser Zähler erinnert sehr stark an diese binomische Formel, durch die wir diesen Zähler sofort faktorisieren können in die Form x plus 1 hoch 3. Überprüfen wir a plus b hoch 3, das macht a hoch 3 plus 3a Quadrat mal b, also hier mal 1, plus 3 mal a mal b Quadrat, also mal 1 Quadrat, plus 1 hoch 3. Dieses Polynom ist somit faktorisiert in diese Form x plus 1 hoch 3. Den Nenner bezeichnen wir mit p von x und werden diesen faktorisieren durch das Gesetz vom Rest. Dazu versucht man eine Zahl herauszufinden, für die der Zahlenwert dieses Polynoms p von x 0 ergibt. Und das versucht man mit den ganzen Teilern von diesem unabhängigen Term minus 2. Versuchen wir zum Beispiel mit 1. Wir ersetzen in diesem Polynom p von x x durch 1 und finden so 1 hoch 3 minus 3 mal 1 minus 2. 1 hoch 3 macht 1. Minus 3 mal 1 macht minus 3 und so finden wir 1 minus 3 minus 2, das heißt minus 4. Das ist nicht 0. Also versuchen wir mit einem anderen Teiler von minus 2, zum Beispiel mit minus 1. Das ergibt dann minus 1 hoch 3, Vorsicht, Klammern richtig einsetzen, minus 3 mal minus 1, minus 2. Minus 1 hoch 3, das macht minus 1. Minus 3 mal minus 1, das macht plus 3. Und so finden wir minus 1 minus 2, also minus 3, plus 3. Das macht 0. Also wissen wir durch das Gesetz vom Rest, dass man dieses Polynom faktorisieren kann in die Form x minus minus 1, also x plus 1, mal ein Polynom zweiten Grades. Und um das herauszufinden, werden wir das Hornergitter einsetzen. Aber Vorsicht, um das Hornergitter nutzen zu dürfen, muss dieses Polynom geordnet und vollständig sein, geordnet in abfallender Reihenfolge der Exponenten. Überprüfen wir 3, 1, 0, es ist zwar geordnet, aber hier fehlt der Term in x². Deshalb müssen wir dieses Polynom vervollständigen durch diesen Term 0 mal x². Überprüfen wir jetzt nochmal 3, 2, 1, 0. Die Bedingungen sind erfüllt, also schreiben wir als erste Zeile des Hornergitters die Vorzahlen von den Potenzen von x. Hier also 1, 0, minus 3, minus 2. 1, 0, minus 3, minus 2. Jetzt ziehen wir das Hornergitter und setzen in diese Zelle diese Zahl minus 1 hinein, für die der Zahlenwert des Polynoms p von x 0 ergibt. Diese 1 rutscht runter bis dorthin, so. Von da nach da multiplizieren wir. Minus 1 mal 1, das macht minus 1. Vertikal addieren wir. 0 plus minus 1, das macht minus 1. Minus 1 mal minus 1 macht 1. Minus 3 plus 1 macht minus 2. Minus 1 mal minus 2, das macht 2. Und minus 2 plus 2, das macht 0. Das ist der Rest dieser Division
und dieser Rest muss 0 ergeben. Durch dieses Horner-Gitter können wir also deuten, dass dieser Nenner gleich ist zu x minus minus 1, also x plus 1, mal 1 mal x Quadrat minus 1 mal x minus 2. Und diesen Bruch können wir kürzen durch x plus 1. Somit finden wir schon mal diesen Bruch. Aber vielleicht kann man diesen Nenner noch weiter faktorisieren. Wir hoffen, dass wir das können und hoffen auch, dass einer der Faktoren x plus 1 sein wird, denn dann könnten wir diesen Bruch noch weiter kürzen durch den Faktor x plus 1. Wir bezeichnen diesen Nenner mit q von x und werden überprüfen, ob q von minus 1 0 ergibt. Q von minus 1, das ist minus 1 hoch 2, nochmal Vorsicht beim richtigen Einsetzen der Klammern, minus minus 1 minus 2. Wir finden also für q von minus 1 1 plus 1 minus 2, das heißt 0. Es funktioniert. Wir können also dieses Polynom faktorisieren in die Form x minus minus 1, das heißt x plus 1, mal ein Binom ersten Grades. Um dieses Binom ersten Grades herauszufinden, nutzen wir das Horner-Gitter, überprüfen aber vorher, ob dieses Polynom vollständig und geordnet in abfallender Reihenfolge der Exponenten ist. 2, 1, 0. Okay. Als erste Zeile des Horner-Gitters schreiben wir die Vorzahlen der Potenzen von x, also 1, minus 1, minus 2. So, jetzt ziehen wir das Horner-Gitter und stecken in diese Zelle diese Zahl minus 1 hinein. Diese Zahl 1 rutscht bis da runter, von da nach da multiplizieren wir. Minus 1 mal 1, das macht minus 1. Vertikal wird addiert. Minus 1 plus minus 1, das macht minus 2. Minus 1 mal minus 2, das macht 2. Minus 2 plus 2, das macht 0. Dieser Rest muss 0 sein. Wir deuten also, dass wir x² minus x minus 2 faktorisieren können in x minus minus 1, also x plus 1, mal 1 mal x minus 2. Und jetzt können wir nochmal durch x plus 1 kürzen und finden als Endantwort x plus 1 geteilt durch x minus 2.